Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Autarkie. Mein Name ist Thomas und heute geht es um ja die Fortsetzung des Roadtrips. Verlinkt nochmal das Video der Hinfahrt. Und heute geht es halt dann darum, Laden in der Fremde, funktioniert das? Und da will ich euch einfach ein bisschen was erzählen, ja, was ich da gemacht habe, wie ich geladen habe, ob ich problemlos laden konnte. Und darum geht es heute in diesem Video. Wenn euch solche Folgen gefallen, dann lasst mir bitte gerne einen Daumen nach oben da oder bestenfalls sogar ein Abo, freue ich mich natürlich über beides. Und wenn ihr keine dieser Folgen verpassen wollt, ja, dann klickt entsprechend auf die Glocke und ihr werdet über diese Folgen jeweils informiert, sobald ich sie halt hochgeladen habe. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, und das ist jetzt Werbung in eigener Sache, findet ihr in der Beschreibungsbox entsprechend einen Link zu meinem PayPal Money Pool. Und alles, was dort eingeht an Beiträgen, wird natürlich in den Kanal entsprechend investiert, um für euch ein noch besseres Erlebnis zu bieten. Gut, das waren die Vorworte und jetzt wollen wir uns doch mal anschauen, was denn da so passiert ist, ob ich laden konnte und wie ich laden konnte. Ja, und Laden in der Fremde, also Fremde natürlich in Anführungsstrichen, soll einfach nur sagen, es ist halt ein Ort, wo ich mich halt noch nicht so auskenne. Hier bei mir zu Hause, da weiß ich natürlich genau, wo jede Ladesäule ist, wo es kostengünstige oder kostenlose Ladeoptionen gibt, wo es kostenpflichtige Optionen gibt, Normallader, Schnelllader etc. pp. Aber an meinem Zielort, und das war Wilhelmshaven, war das natürlich so die Frage, wo kann ich dort laden? Und ich nehme euch einfach mal mit, zeige euch gleich nochmal, welche Apps es da gibt, die man da nutzen kann. Es gibt natürlich viel mehr als die ich hier zeige, aber die ich verwendet habe, die zeige ich euch hier im Video und nehme euch dann auch mit, wie die Ladestationen aussehen, welche Vor- und Nachteile sie haben, so dass man das ein bisschen einschätzen kann. Genau, dann das war der Vorworte genug. Jetzt gucken wir uns doch mal die Sachen direkt ja und live im Video an. Viel Spaß dabei. So, und dann wollte ich euch gerne mal zeigen, wie das bei Nextplug aussieht, wenn man als Filter, und das habe ich gerade schon vorausgewählt, kostenlose Ladestation an meinem Zielort, das war Wilhelmshaven, eingibt. Und da gibt es hier zwei Optionen, die angezeigt werden. Das eine ist ein Hotel, Atlantic Hotel, und das zweite ist der Lidl in Wilhelmshaven. Das sind die kostenlosen Optionen. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge weitere Lademöglichkeiten, wenn man halt das kostenlose aufhebt und tatsächlich kostenpflichtig eingibt, dann sieht man da noch eine ganze Menge mehr. Hauptsächlich sind das 22 kW Lader. Ich zoome mal ein bisschen ran, damit ihr sehen könnt. Also da gibt es eine ganze Menge mehr an Ladestationen. Und ich zeige euch dann gleich mal, wo ich denn jetzt tatsächlich geladen habe. Habe das also an diversen Stellen halt mal ausprobiert. Ich meine, wenn man schon mal irgendwo ist, wo man sonst nicht alle Tage ist, ist das, glaube ich, immer eine ganz gute Option zu schauen, sind die Säulen, die hier überhaupt angezeigt werden, tatsächlich auch verfügbar? Also funktionieren die auch? Und das wollte ich einfach ausprobieren. Und wie gesagt, da nenne ich euch jetzt gleich mal ein paar von diesen Ladesäulen, die ich hier entsprechend probiert habe. Ja, und hier, bevor ich dann tatsächlich sage, wo ich geladen habe, noch eine zweite App, die ich halt auch ganz gut finde. Sage euch gleich, welchen Vorteil die hier gegenüber Nextplug hat. Also angezeigt werden die Ladestationen hier auch. Man sieht halt im unteren Bereich noch durch die Farbgebung, welche Leistung die einzelnen Ladestationen haben. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. So weiß man schon, aha, ist es eine Schnellladestation oder nicht. Das wird ja direkt deutlich, sieht man bei Nextplug aber auch. Aber was ich hier ganz gut finde, und ich wähle da mal irgendeine Ladestation aus, ist, dass man hier sehen kann, ob die Ladestation tatsächlich frei ist oder belegt. Also hier in diesem Fall sehen wir halt die zwei grünen 22 kW Ladepunkte, die sind frei. Von daher, da könnte man jetzt direkt hinfahren und kann sich sicher sein, dass das auch tatsächlich so ist. Auch das habe ich natürlich mal ausprobiert, ob die Angaben hier in der App entsprechend stimmen. Also das passt tatsächlich, von daher ist das immer eine gute Möglichkeit und das ist für mich der Hauptvorteil hier von Air Electric, dass man einfach sehen kann, welche Ladestationen sind denn hier belegt und welche sind entsprechend frei. Und jetzt möchte ich euch die Ladesäulen, an denen ich tatsächlich geladen habe, einfach auch mal zeigen. Ich habe zwar keine Videos gemacht, aber Bilder, ich denke, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Was sehen wir hier? Wir sehen hier eine Allego-Schnellladesäule. Die ist in der Posener Straße. In der Nähe ist gleich ein Rewe-Supermarkt. Von daher konnte man da Laden und Einkaufen miteinander verbinden. Das war also perfekt. Das Freischalten der Säule hat jeweils unproblematisch geklappt. Ich habe das auf zwei verschiedenen Wegen gemacht. Einmal mit meiner ADAC eCharge-Karte und zum zweiten mit der Mobility Plus App. Hat in jedem Fall unproblematisch und gut funktioniert.
Das Einzige, was an der Säule ein bisschen nachteilig ist, ist, dass wenn man im Dunkeln lädt und ja, im Winter ist halt relativ schnell dunkel, dass dieser Ladeplatz extrem schlecht beleuchtet ist. Ich habe mir dann so beholfen, dass ich das Licht vom Auto angelassen habe, um überhaupt zu sehen, ja, wo ich da bei der Säule draufdrücken muss. Und das Display ist auch relativ klein, sodass man das ja nicht so gut ablesen kann. Am Ende des Tages alles Jammern auf hohem Niveau. Es hat immer gut funktioniert und das ist ja die Hauptsache. Und ja, neben dem CCS-Laden, was ich hier gemacht habe oder genutzt habe, gibt es halt auch noch CHAdeMO und Typ 2. Von daher kann ja im Prinzip jedes aktuell gängige Elektroauto an dieser Säule laden. Kosten sind halt mit der ADAC E-Charge-Karte 39 Cent fürs Schnellladen. Würde man Typ 2 nutzen, sind es 29 Cent. Ich habe teilweise sogar noch ein bisschen weniger bezahlt, weil einige der Ladungen, die ich gemacht habe, auch noch im alten Jahr stattgefunden haben, also in 2020, wo doch der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 16% anstelle von 19% gültig war. So, die zweite Ladestelle, die ich häufiger mal angefahren habe, war dann in Wilhelmshaven am Südstrand. Das ist direkt, wie man hier auf dem Bild im Hintergrund sehen kann, mit Ausblick aufs Meer, also wirklich sehr, sehr schön gelegen. Wir hatten halt grundsätzlich bei ja, dem Aufenthalt dort Pech mit dem Wetter, wie man hier auch sehen kann. Also es hat halt relativ oft geregnet, manchmal sogar geschneit, für Wilhelmshaven auch nicht so typisch. Der Schnee zumindest, Regen schon. Und ja, wir haben halt hier auch geladen, als wir mal einen Strandspaziergang gemacht haben, sind halt von der GEW die Tankstellen, das ist AC-Laden. Und hier habe ich halt mit Typ 2 geladen, die man im Bild auch sehen kann, dann entsprechend mit 11 kW. Aber wenn man da mal eine Stunde spazieren gegangen ist, dann war da doch ein bisschen was wieder am Akku drin. Von daher fürs Zwischenladen ganz, ganz super. Und wie gesagt, ich fand an dieser Ladestation halt sehr, sehr gut, dass man wirklich einen ganz tollen Blick hat auf das Meer. Und ich liebe persönlich ja das Meer. Von daher war das echt schön. Und es gibt auch dort nicht nur eine Ladesäule, sondern es gibt halt mehrere Ladesäulen. Das heißt, da hat man die Möglichkeit, auch mit mehreren E-Autos gleichzeitig zu laden. Wenn die Ladesäule belegt war, in diesem Fall mal von mir, habe ich tatsächlich auch mal in der Electric App nachgeschaut und habe dann tatsächlich gesehen, dass ja, diese Säule als auch als belegt angezeigt wurde. Also von daher kann man sagen, die Information bei dieser Electric App, da kann man sich dann tatsächlich auch entsprechend drauf verlassen. Und hier nochmal ein zweiter Blick von dieser Ladestation oder Ladesäule. Halt, wie gesagt, schön aufs Meer. Kosten waren dort auch wieder mit der ADAC E-Charge-Karte, habe ich das freigeschaltet, waren entsprechend die 29 Cent, beziehungsweise im alten Jahr noch ein ganz bisschen drunter. Von daher auch absolut faire Preise, die man hier bekommt, wenn man den richtigen Ladeanbieter halt hat. Ja, die dritte Möglichkeit, die ich dann genutzt habe, war kostenloses Laden, und zwar bei Lidl. Da gibt es halt, wie ihr seht hier, so eine wunderschöne Ladestation, die sogar Schnellladen ermöglicht, wenn es denn funktioniert hätte. Immer wenn ich da war, hat das Schnellladen nicht funktioniert, und hier hänge ich gerade am Typ 2 Kabel, also auch da Typ 2 Anschluss vorhanden, mit 22 kW. Ich habe halt wieder entsprechend nur mit 11 kW geladen, weil der E-Niro mehr nicht kann. Aber ja, während des Einkaufens ist das, glaube ich, immer ganz gut, da das ein oder andere Prozentchen dann noch in den Akku reinzubekommen. Nachteil bei dieser Säule einfach, sie war häufig defekt. Also wie gesagt, Schnellladen ging nie, wenn ich da war. Und auch das AC-Laden hat tatsächlich, ich glaube, dreimal war ich da zum Einkaufen, hat tatsächlich nur einmal funktioniert. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich sage, ja, wenn man schon so eine schicke Ladesäule da stehen hat und auch noch dicke Werbung macht mit schnell und sauber laden, dann sollte man halt auch dafür sorgen, dass die Ladesäule funktioniert. Tatsächlich wurde in der App auch diese Ladesäule als defekt gekennzeichnet, zumindest die Schnellladefunktion. AC war als in Ordnung angegeben, aber wie gesagt, bei meinen drei Besuchen hat AC tatsächlich nur einmal funktioniert, und ansonsten war das halt auch nicht in Ordnung. Was halt hier ganz gut ist, es gibt halt nicht nur einen Lidl-Supermarkt, sondern es gibt auch noch einen Aldi und es gibt auch noch eine Drogerie. Das heißt, Ladeweile kann man hier sehr gut verbringen und sich relativ gut beschäftigen, beziehungsweise wenn man sowieso Dinge braucht, einkaufen oder halt aus der Drogerie, dann kann man das entsprechend nutzen, um hier das Auto in der Zwischenzeit für ja, kostenlos sogar, also kein Geld, zu laden. Dafür macht man ja Umsatz bei den Supermärkten, und ich glaube, so ist das dann am Ende des Tages eine Win-Win-Situation. Wie gesagt, schön wäre noch, wenn die Ladestation auch tatsächlich zuverlässig funktionieren würde.
So, und dann hier noch die vierte Ladestelle, an der ich geladen habe. Irgendwie ist mir das Bild wieder abhanden gekommen, deswegen habe ich bei Going Electric das Bild mal rausgesucht. Ist auch eine Ladestation von der GIW und die ist bei BMW Frese, also ein Autohaus oder Autohändler, mit zwei Ladepunkten, jeweils 22 kW. Und dort habe ich dann entsprechend auch mein Auto geladen mit 11 kW. Das Ganze auch wieder mit der ADAC-E-Charge-Karte für 29 Cent. Und ja, kurzes Fazit dazu. Alle Ladesäulen, die ich halt angefahren habe und die ich getestet habe, haben wunderbar funktioniert. Waren auch alle in einem relativ vernünftigen Umkreis zu erreichen. Die meisten haben eine gute Möglichkeit geboten, entsprechend die Ladeweile dort zu verbringen. Von daher muss ich sagen, Ladeangst braucht man in Wilhelmshaven da nicht zu haben. Ja, und wie ihr jetzt gesehen habt, also man braucht tatsächlich, zumindest in Wilhelmshaven, keine Angst haben, dass man sein E-Auto nicht geladen bekommt. Es gibt halt kostenlose Möglichkeiten, es gibt kostenpflichtige Möglichkeiten. Ich habe tatsächlich ja meistens die kostenpflichtigen genutzt und war damit aber trotzdem super zufrieden. Die Preise sind für AC-Laden ja total in Ordnung, wenn man mit der ADAC-E-Charge-Karte lädt. Und selbst Schnellladen für 39 Cent ist, denke ich, ein Preis, der durchaus vertretbar ist, dafür, dass man dann halt nicht so lange warten muss, bis der Akku entsprechend gefüllt ist. Genau, das war jetzt der zweite Teil der dreiteiligen Reihe meines ersten Roadtrips. Und ja, was ist der Ausblick? Natürlich der dritte Teil, logischerweise, da geht es um die Rückfahrt und wie die funktioniert hat, ob die funktioniert hat, ob es da irgendwelche Probleme gab, das zeige ich euch, wie gesagt, dann in dem nächsten Teil. Und wünsche euch auf jeden Fall jetzt mal alles Gute, bleibt vor allem gesund und wir sehen uns dann sicherlich beim dritten Teil wieder, denn ich denke, ihr wollt wissen, wie ich und ob ich zurückgekommen bin. Vermutlich bin ich das. Aber schaut es euch dann einfach an. Dritter Teil, wie gesagt, Hinweis darauf. In diesem Sinne, macht's gut, bis die Tage, euer Thomas. Ciao, ciao.